bin der Philipp. Ich denke, das weiß jeder. Ich säge LK7 oder Laser Standard, was ich eigentlich lieber sage. Ich bin jetzt 32, bin geboren im Allgäu, also in Bayern, im südlichsten Zipfel von Deutschland, segelseit ich denken kann, und wohne heute in Kiel und das auch schon seit über 10 Jahren. Segeln gelernt habe ich auf dem Alpsee, ein kleiner See zu Hause in der Heimat. Mein Papa hat es mir beigebracht, als ich wahrscheinlich 4, 5 war, und mit 6 bin ich dann in Opti selber eingestiegen und bin bis heute dabei geblieben, hat aber immer noch Spaß. Verbringe ich mir ganz so viel Zeit im Laser, aber immer noch Spaß dabei. Mein seglerischer Weg, wie gesagt, war, dass mein Papa mich mitgenommen hat auf seinem Flying Dutchman. Ich glaube, das waren noch die allerersten Schritte, bevor ich dann irgendwann mal selber am Opti am Steuer war. Und dann, weil ich schon relativ früh relativ schwer war, bin ich dann bald mal auf den Bayerischen Seen, geht das ja auch ganz easy, in Laserradial umgestiegen. Da ist ja nicht so viel Wind, und dann eigentlich relativ straightforward Laserradial und dann Laserstandard schon mit 16. Und bin immer noch dahin geblieben bis heute. Das Faszinierendste am Segelsport für mich ist eigentlich die Vielseitigkeit. Wir sind immer draußen, das ist schon mal ein zusätzlicher Bonus. So wie hier zum Beispiel haben wir ein wunderschönes Wetter, das macht noch mehr Spaß. Aber die Komplexität von dem Sport, die gibt es eben in wenigen anderen Sportarten, sage ich mal. Der Gedanke des One-Designs, der da am ehesten noch in der Laserklasse vertreten ist, dass alle Leute speziell bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen das identische Material bekommen oder nahezu identisch, und der Wettkampf dementsprechend, obwohl das Boot eigentlich so langsam ist und so verhältnismäßig simpel, so unglaublich eng ist. Das ist für mich der größte Reiz in der Laserklasse. Olympische Spiele sind für mich von Kindheitstraum bis, traumatisch nicht, aber ein bisschen enttäuschendes Erlebnis in Rio damals, 2016 gewesen, und eine Versöhnung in Tokio, auch wenn es mit der Medaille nicht geklappt hat, aber ich meine, dafür gibt es zu viele einfach, die für das Ziel olympische Medaille kämpfen, da an den Start gehen. Und es hat jetzt nicht ganz geklappt mit dem 5. Platz. Die Performance war eigentlich ziemlich gut und die Vorbereitung auch. Für mich bleibt es noch ein Traum mit einer Medaille. Ist ein schöner Anreiz. Ich würde es gerne mal probieren in Paris, und es treibt mich immer noch an. Lieblings-Emoji? Ich verschicke nicht so viele Emojis. Aber wahrscheinlich der Lach-Emoji. Ich lache gerne eigentlich. Mein Vorbild ist ein Skifahrer, ein norwegischer, der aber schon aufgehört hat mit seiner Karriere, Axel Svindal. Und was mich an ihm so fasziniert hat, ist einfach nicht nur, dass er sehr erfolgreich war und das über eine längere Zeit, sondern auch, zumindest kam er so rüber, sehr bodenständig. Das finde ich eigentlich eine super bemerkenswerte Eigenschaft, oder diese drei Eigenschaften. Erstmal zielstrebig und erfolgreich zu sein, das dann auch über eine längere Zeit zu halten. Einmal Weltmeister werden ist ja schon schwierig genug, aber das wieder mal zu werden zum Beispiel, das ist nicht weniger schwierig, als das erste Mal es zu werden. Motivation gibt mir, glaube ich, einfach mein Bewusstsein darüber, wie schön der Sport ist. Und das ist quasi ein Erfahrungswert über die über 10 Jahre, die ich jetzt schon wirklich leistungssportlich im Bundeskader Segeln betreibe. Und da ist es wahrscheinlich auch egal, was für ein Sport das ist. Einfach das Wissen darüber, welches Privileg wir da eigentlich haben. Und dafür, glaube ich, lohnt sich es auch, wenn man ab und zu mal die Zähne zusammenbeißt.